Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Bekannte Probleme mit dem Makrorekorder bei LibreOffice. Die Makroaufzeichnung ist leider relativ fehleranfällig. Hauptgrund ist der Dispatch Framework bzw. seine Beziehung zum Makrorekorder. Dispatch Framework, was ist das eigentlich? Der Zweck des Dispatch Framework ist es, einen einheitlichen Zugang zu den LibreOffice-Komponenten für Befehle zu schaffen, die in der Regel den Menüpunkten entsprechen. Man kann Datei speichern aus dem Menü, die Tastenkombination STRG S oder das Symbol Speichern in der Symbolleiste Standard verwenden, um ein Dokument zu speichern. All diese Befehle sind im gleichen Dispatch-Befehl übersetzt. Der Dispatch Framework kann auch verwendet werden, um Befehle zurück an das UI-User Interface zu geben. Zum Beispiel wird nach dem Speichern des Dokuments das Symbol und der Menüeintrag Datei speichern deaktiviert. Sobald das Dokument geändert wurde, wird der Eintrag speichern wieder aktiviert. Beispiele für einen Dispatch-Befehl sind Punkt uno Doppelpunkt Insert Text und Punkt uno Doppelpunkt Go to Start Offline. Der Befehl wird an den Rahmen des Dokuments gesendet und der Rahmen übergeht diesen Befehl, bis ein Objekt gefunden wird, das den Befehl behandeln kann. Wie der Makrorekorder den Dispatch Framework verwendet. Der Makrorekorder zeichnet die generierten Meldungen auf. Der Rekorder ist relativ einfach zu implementieren und die gleichen Befehle, die ausgegeben werden, werden für eine spätere Verwendung aufgezeichnet. Das Problem ist, dass nicht alle übertragenen Befehle vollständig sind. Zum Beispiel erzeugt das Einfügen eines Objekts folgenden Code: Dispatcher.execute dispatch, Klammer auf, Document, Komma, in Anführungszeichen, Punkt uno, Doppelpunkt Insert Text, Anführungszeichen, Komma, Anführungszeichen, Anführungszeichen, Komma, 0, Komma, Array, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu. Es ist nicht möglich, festzulegen, welche Objektart zu erstellen oder einzufügen ist. Wenn ein Objekt aus einer Datei eingefügt werden soll, kann nicht festgelegt werden, welche Datei benutzt werden soll. Wenn Sie versuchen, ein Makro aufzunehmen und dabei mit Extras Optionen die Optionen zu öffnen und Konfigurationseinstellungen zu ändern, nimmt das erstellte Makro keine Konfigurationsänderungen auf. Der generierte Code ist auskommentiert, sodass das Makro auch nicht korrekt ablaufen kann. So sieht das Makro dann aus. Extras. Hier. Das ist die Zeile dazu. Wenn ein Dialog geöffnet ist, wird der Befehl, der den Dialog öffnet, wahrscheinlich auch erzeugt werden. Alle Einstellungen innerhalb des Dialogs werden gewöhnlich nicht aufgezeichnet. Beispiele hierfür sind der Dialog Makroorganisation, der Dialog Sonderzeichen einfügen und ähnliche Dialogarten. Andere mögliche Probleme mit dem Makrorekorder können das Einfügen einer Formel, die Einrichtung von Anwenderdaten, das Setzen von Kalkfiltern, Aktionen in Datenbankformularen und das Exportieren eines Dokumentes in ein verschlüsseltes PDF sein. Sie werden erst mit dem Ausprobieren herausfinden können, was funktioniert. Die Aktionen aus dem Dialog suchen, werden aber zum Beispiel richtig erfasst. Weitere Möglichkeiten. Wenn der Makrorekorder nicht in der Lage ist, ein bestimmtes Problem zu lösen, ist die übliche Lösung, den Code durch Nutzung der LibreOffice-Objekte zu schreiben. Leider ist die Programmierung für Objekte am Anfang nicht einfach.
Es ist normalerweise am besten, mit einfachen Beispielen zu beginnen und diese dann langsam entsprechend ihren Erfahrungen verästeln zu lassen. Bereits generierte Makros zu lesen und nachzuvollziehen ist ein guter Einstieg. Das war Josef Pau von Home Screencast. Ciao und viel Glück!